Grüß euch Leute und herzlich willkommen zur dieswöchigen Grinding-Ausgabe hier mit WWE Champions. Leute, die Woche ist rum. Wir haben sie eigentlich, finde ich, ja schon richtig geil gekrönt. Also so für mein dafür halt, ne? Wir haben nämlich gestern das erste On-The-Road-Video wieder im Kasten gehabt und ist dann quasi ausgestrahlt worden. Ich muss übelst aufpassen, dass ich nicht zu laut rede, weil ich habe nämlich seit gestern Abend ist mein linkes Ohr zu. Mega nervig. Halt schön baden gewesen, ne? Alles cool. Und, ja, und ich, leider Gottes, ich tue das immer dann so mit Wattestäbchen hier so sauber machen. Und jetzt ist mein linkes Ohr zu. Höre ich gar nichts mehr. Meine Frau lacht mich schon die ganze Zeit immer aus, weil ich immer wie so ein alter Opa immer nur so, hä, was hast du gesagt? Dann hältst du automatisch immer das Ohr hin, worüber du dann besser hörst. Mal gucken, wie das dann bis morgen so aussieht oder aushört oder sich anhört, was weiß ich, dann muss ich bestimmt dann mal beim Arzt vorbei oder es geht halt alleine weg. Habe schon hier diese Ohrtropfen, die es da so gibt, die da so ein bisschen den Ohrenschmalz lösen sollen, reingemacht, dann so ausgespült. Hat irgendwie alles nicht so richtig gebracht, ziemlich nervig. Ich hoffe, das wird wieder. Aber ich bin guter Dinge. Ich hatte das schon mal und da hat sich das dann auch von alleine wieder gelöst gehabt. Von daher alles gut. So. Wir gehen rein, WWE Champions wollen wir natürlich ein kleines bisschen daddeln, haben hier diese Andre the Giant Hall of Fame Debüt, Onkel Matthias Tour, was weiß ich nicht alles. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal rein, haben hier Andre the Giant Tour, da habe ich aber schon geguckt, da kann man halt nur den Trickster nehmen und dann halt den neuen. Habe ich natürlich nicht, kann ich nur die anderen beiden Touren spielen. Was heißt die anderen beiden? Vielleicht ist dann der ein oder andere Meilenstein in der Tour, also oder bei dem Contest, der gerade ist, dann ja vielleicht auch drinnen. Ich glaube, ich nutze das heute mal ein kleines bisschen, weil das eine ist nur für Hall of Fame, das andere nur für Powerhouse. Wir gehen hier mal rein. Und ich würde sagen, ich gehe tatsächlich mit meinem neuen Liebling, mit dem guten Hall of Fame Scott Hall rein, den ich ja auf Grundlage dieses Events ja endlich auf 4 Sterne Gold bringen konnte und darüber hinaus auch noch einen geilen Gürtel gekriegt habe. Deshalb werden wir mit dem Guten jetzt hier ein kleines bisschen fighten. Trainertechnisch, gut, das sollte jetzt erstmal so passen. Wir wollen ja einfach nebenbei ein kleines bisschen daddeln. Das Ding ist, wir werden heute, denke ich mal, viel über Champions reden. Also wundert euch da bitte nicht. Aber ich will euch auch noch was anderes sagen. Vielleicht eine kleine Ankündigung. Was heißt eine kleine Ankündigung? Es ist eine kleine Ankündigung. Und zwar hat mich ein Spieleentwickler angeschrieben. Scheiße, wie hießen die denn? Oh, Gott. Warte, Leute. Das ist mega unprofessionell, dass ich da jetzt auf mein Handy nochmal gucken muss. Aber nimmt es mir nicht übel. So, wo ist denn jetzt hier mein, wo ist es denn? Playway? Hießen die Playway? Im Festival, bla bla bla. Ich glaube, die hießen Playway. Ja. Beste Grüße, dein Playway-Team. Sag mal einfach mal vom Entwickler Playway. Ihr wisst ja alle, ich bin ja gegenwärtig so auf dem kleinen Simulator-Trip. Ne? Hab mega Spaß mit Simulatoren-Spiele. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Das ist eigentlich schon fast Sucht, möchte man gar sagen. Aber ist ja auch schön, wenn man irgendwie immer wieder Spiele findet oder Spiele Arten, die einen dann in irgendeiner Form wieder neu begeistern können und ihnen einfach ja den Spaß am Spielen erwecken lassen. Ne? Deshalb ist doch vollkommen egal, was ihr spielt. Wenn Leute Bock auf FIFA haben, FIFA oder auf irgendwas anderes, dann ich sag da ja eh nichts. Und bei mir ist es zurzeit die Simulatoren-Spiele. Und die haben mir nämlich einen Steam-Key geschickt für eine, ja, Beta, Demo, wie auch immer. Leute, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Und zwar geht es um den Builder-Simulator. Der Builder-Simulator ist aktuell noch nicht draußen, soll aber demnächst erscheinen. Ich habe hier in meiner E-Mail leider auch kein Datum. Ich sehe gerade, ich habe hier ein Gameplay-Embargo, aber bis 29. Januar. Okay, dann kann ich das ja heute aufnehmen und dann gegen, wenn alles gut klappt, dann morgen eventuell veröffentlichen, weil ich bin richtig heiß drauf reinzugucken. Beim Builder-Simulator sollen wir ein Haus komplett bauen, ne? Also so wie ich es gesehen habe, schöne Fundament, Mauern, Steckdosen einbauen, oh, das ist ja so meins, da habe ich richtig Bock drauf. Ist nur eine Demo, aber Leute, wir gucken rein. Jetzt ist natürlich diese ärgerliche Geschichte, dass halt beschissen Internet bei mir noch nicht so richtig funktioniert, ne? Aber das Faszinierende ist ja, ihr seht ja, das Video hier ist ja online, also mein Internet geht ja de facto. Ich habe halt nur mit diesen scheiß Bandbreitenschwankungen zu kämpfen. Deshalb
Ich hätte mir das so gerne im Stream mit euch angeguckt, ne? Weil, ach, das hätte sich so perfekt geeignet. Aber ich bin ja jemand, ich möchte mich jetzt hier nicht hinsetzen und darüber heulen, wie scheiße meine Lage gerade ist. Sondern wir machen das Beste draus. Deshalb ja auch die On-the-Road-Videos, dass wir mehr schnacken können wieder. Ihr wart da auch schon im Kommentarbereich schön unterwegs. Das hat mir richtig gut gefallen. Und gerade bei so einem Spiel wie den Simulator-Spielen, das machen wir dann halt jetzt einfach in Videoform. Soll uns nicht weiter stören. So, ich will auch, weil ich hier bin nämlich, ich habe jetzt, ihr habt es ja mitgekriegt gehabt, ne? In letzter Zeit kamen immer wirklich sehr viele Videos. Wir hatten wirklich immer 2 Videos am Tag gehabt. Liegt natürlich ganz einfach daran, dass ich hier ganz einfach jede Menge Gameplay-Material hatte durch die Streams. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich es irgendwie mache. Ich habe zwar gerade für den Euro Truck Simulator noch jede Menge Gameplay-Material, wo ich mich jetzt das Wochenende drum kümmern möchte, dass das halt auf YouTube dann zur Verfügung steht. Wollte dann eigentlich Assassin's Creed dieses Wochenende weiter aufnehmen. Das wird dann aber, glaube ich, nichts, weil ich unbedingt bei dem Simulator, bei dem Builder Simulator reingucken möchte, das aufnehmen möchte. Und ich wollte halt auch selber einfach gern noch ein bisschen daddeln. Ich wollte halt bei meiner Autowerkstatt noch ein bisschen was machen, wo ich aber auch am Überlegen bin, dort vielleicht auch einfach mal kurz ein Video zu machen. Muss halt jetzt wirklich gucken, dadurch, dass die Streams jetzt nicht so da sind und ich ja trotzdem so gerne zocke, dass ich das dann halt wirklich in Videoform dann jetzt hier on demand auf YouTube für euch dann wieder mache. Damit ihr ganz einfach mitkriegt, was denn bei mir so läuft. Deshalb nehmt es mir bitte nicht so übel, wenn nächste Woche kein Assassin's Creed kommt, weil ich muss halt dann auch gucken, ich will auch unbedingt Watch Dogs weiterspielen, das haben wir ja im Stream immer gespielt gehabt, das will ich ja auch weiter daddeln. Ich bin so froh zurzeit, dass jetzt nicht so diese riesen Palette an Videogames immer rauskommt, sondern dass man so schön auf diesen Projekten, die man hat, quasi, ich will jetzt nicht sagen stehen bleibt, aber dass man das halt dann so weiter aufnehmen kann, ne? Das ist, denke ich mal, auch eine schöne Sache. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wir hier zum Start nie grün kriegen? Nie grün? Ist es der dritte Fight jetzt? Wie, hier kommt kein Grün bei rum. Ich weiß doch auch nicht. Aber ich sag mal, noch sind die Fights ja nicht so schwer. Von daher, alles gut. Jetzt kriegt der hier natürlich und dann rutscht das und ich könnte doch schon wieder abkotzen, ne? Aber warte mal, guck mal hier. Cascade. Ja, also Leute, wie gesagt, die Lage ist, wie sie ist. Ich habe mich darüber jetzt genug aufgeregt und habe ehrlich gesagt, okay, Bock, mich darüber jetzt noch länger aufzuregen. Ich hatte gestern, viele haben es ja mitgekriegt, wirklich so einen Stream gemacht. Wirklich ein Stream, der live auf Twitch war. Ist auch abgekackt. Aber der hat tatsächlich über, also fast 1,5 Stunden durchgehalten, der Stream. Und dann ist die Verbindung halt wieder abgebrochen gewesen. Ne? Weiß nicht, was los ist. Weil ich hatte ja vorher mit dem Twitch-Inspektor dann immer wieder was gemacht. Da gingen auch manche Streams länger. Aber ich habe es ja mitgekriegt, dass, wo wir dann letzte Woche Sonntag live gegangen sind, 5 Minuten Verbindung und dann war weg gewesen. Ne? Jetzt war es wenigstens bei 1,5 Stunden. Aber das Problem ist halt immer noch allgegenwärtig. Ich habe gestern mit meinem Anbieter nochmal telefoniert, der... Da hatte ich dann mal einen ordentlichen da sitzen gehabt anscheinend, der mich auch verstanden hat. Ich muss es leider so deutlich sagen. Und der hatte dann auch zu... Warte mal, was ist denn hier eigentlich der Contest-Superstar? Ach so. In da sitzen gehabt, der mich dann auch verstanden gehabt hat und der hatte sich dann auch auf mein Modem geschaltet und hat dann zu mir gesagt, Herr On Air, wir sehen hier auch, dass bei ihm der Upload-Status das Modem als kritisch angezeigt wird. Ich so, aha, das ist ja der Erste, der mir das sagt. Hat dann aber auch zu mir gesagt, eigentlich Auslastung, Knotenpunkte, weil ich ja über einen Kabelanbieter bin, hat er gesagt, das ist bei mir nicht. Also bei mir ist wirklich alles gut von der Auslastung her und das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Und dann hat er dann halt wirklich gesagt, dann geht es wirklich nicht anders, da muss ein Techniker bei ihm vorbeikommen und sich der Sache da halt mal annehmen, weil de facto ist es wirklich auf dem Modem zu sehen, es ist irgendwas. Ja, ich hoffe, wenn der dann Donnerstag will der kommen, muss das erstmal mit Arbeit noch klären, dass man da den Tag dann, ja, den Nachmittag dann nicht da ist, weil das ist so eine Scheiße. Ich wollte ja, dann ging es ja darum, wegen Termin abstimmen. Es ging um Termin abstimmen mit dem Techniker und ich habe den dann halt gesagt, ja, ich habe halt die Möglichkeit, wir können gerne
Bevor ich auf Arbeit fahre, dass der Techniker dann früh um 7 vielleicht kommt oder so früh wie möglich, dann komme ich halt ein bisschen später von, also auf Arbeit, das wäre jetzt nicht das Problem, oder dann halt Nachmittag, wenn ich würde eine Stunde eher Feierabend machen und gut ist. Dann haben die halt gesagt, nee, so funktioniert das halt nicht, sondern wir müssen halt Zeitfenster für den Techniker machen, bei denen er dann halt bei ihnen vorbeikommt und dass der dann seine Route planen kann. Ich so, was soll die Scheiße? Aber dann ist es mir halt eingefallen, wo ich damals nämlich schon mit meinem alten Modem Probleme hatte und da ein neues gekriegt hatte, war es nämlich genauso. Ich habe es nur schon wieder verdrängt, weil ich mich wahrscheinlich nur wieder aufgeregt hätte. Auf jeden Fall habe ich gesagt, na, was für Zeitfenster habe ich denn? Hat er gesagt, naja, es geht nur Vormittag, Nachmittag. Das erste ist dann halt von 8 bis 13 Uhr und das andere ist von 13 bis 19 Uhr. Klasse. So, und da habe ich dann halt gesagt, naja, dann nützt ja alles nichts, da müssen wir halt den Donnerstagnachmittag machen, quasi Termin zwischen 13 und 19 Uhr. Hallo, was soll das denn, ne? Also, ich finde das eh immer so faszinierend. Wie soll ich sagen? Wenn man dann so eine Tätigkeit hat, man erlebt das ja auch immer wieder bei Ärzten oder sowas, Zahnärzten, was weiß ich nicht. Wenn man halt arbeiten geht und so, ne? Und wie gesagt, in der heutigen Situation, in der jetzigen Situation, können wir überhaupt noch froh sein, dass man arbeiten gehen kann. Und dann aber Terminfindung und wenn die dann sagen, ja, geht's bei ihm Vormittag um 11 und du denkst dir dann so, na nee. Ja, ich weiß, du willst ja nicht, dass die Leute, die dort arbeiten, dass die dann übelst komische Arbeitszeiten haben. Mann, ist hier viel violett. Und ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist halt immer wieder schwierig, in manchen Situationen dort wirklich Termine zu finden. Aber wenn der Donnerstag kommt, hoffe ich, das läuft da ein kleines bisschen besser. Warum habe ich hier den guten Rey Mysterio nicht als Coach drin? Fällt mir gerade ein. Müssen wir da vielleicht mal ändern, wenn wir auf die schwereren Fights dann hier so ein bisschen kommen. So, was will ich denn kaputt machen? So, wir wollen den, wir machen den, wir machen den. Wir machen den. Ja, mehr geht eh nicht. Okay. Aber der ist ja eh in Gefahr, von daher alles cool. Ah, der gute Scott Hall. Ach, ich habe ihn so richtig lieb geworden. Ich meine, ist ja sowieso mein Lieblingswrestler seit eh und je. Aber da jetzt wirklich dann nochmal was rauszukitzeln aus der Hall of Fame-Variante, finde ich richtig toll. Dann... Das ist erstmal die Geschichte mit dem Techniker. Ich schweife mal so schnell vom Thema ab. Ich bin da richtig der König drin. Ja, Techniker geklärt. Donnerstag muss ich, wie gesagt, erstmal auf Arbeit schnacken, ob das da wirklich klappt, weil zurzeit ist wieder ein bisschen viel zu tun. Aber alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich kann damit schon irgendwie um. Ja, dann, was liegt sonst noch so an? Oh, Leute, ich weiß, man redet nicht über Geld und bla bla. Gestern kam... mein Brief von meinem Steuerbüro. Oh, ich hatte gleich wieder Panik gehabt. Das Ding ist ja, ich habe euch das ja schon mal erzählt, dadurch, dass ich halt hier so YouTube und Twitch und so halt als Kleingewerbe angemeldet habe, weil ich halt Geld daraus bekomme und ich mich halt gesetzeskonform verhalten möchte, dass ich dann nicht irgendwann Stress mit dem Finanzamt kriege, habe ich dann halt... das Gewerbe angemeldet. Musste dann aber damals halt, das war Auflage gewesen, halt meine Steuererklärung direkt über ein Steuerbüro machen. Der Lohnsteuerhilfeverein, wo ich das vorher gemacht habe, hat das nicht mehr getan, weil der Lohnsteuerhilfeverein nämlich für gewerbliche Kunden nicht aktiv sein kann. Also Steuerbüro, und Steuerbüro ist richtig teuer, weil das wird dann ungefähr prozentuell daran gemessen, was denn eigentlich dein Jahresbrutto so war. Aus allem, sprich Gewerbe, was du verdient hast und so weiter und so fort. Und ja, ich bin aber wirklich, ach, ich bin, weißt du, meckern ist immer so. Auf jeden Fall, gestern kam die Rechnung vom Steuerbüro, also ordentlich vom Preis her, was die dort wollen. Also es ist noch nicht vierstellig, aber es ist fast da dran. Das Ding ist halt ganz einfach und da kann ich auch offen und ehrlich drüber reden. Ihr wisst ja, ich war ja bei der Bundeswehr gewesen und... das ist so, wenn man dort eine gewisse Zeit ist, das, die nennen das Übergangsgebührnisse, da kriegst du halt auf gut Deutsch zwei Gehälter. Heißt, du kriegst einmal dein Gehalt prozentual, also nicht das komplette, was du damals beim Bund gekriegt hast für eine gewisse Zeit. Und dann kriege ich ja halt noch das Gehalt natürlich, was ich von meinem jetzigen Arbeitgeber bekomme. Jetzt hat man natürlich in Deutschland das Problem, dass das ja zwei Gehälter sind, die auch versteuert werden. Vollkommen logisch, ne? Und das Problem ist, diejenigen unter euch, die selber sich mit Steuern ein bisschen auskennen, werden das wissen. Sag mal jetzt mal, ich verdiene, damit sie es leicht rechnen lässt, sagen wir mal, ich verdiene in jedem Job
sagen wir jetzt mal 1500 Euro. Ist jetzt eine fiktive Zahl, die Zahl ist eigentlich eine andere, aber ist vollkommen Wumpe. Sagen wir mal 1500 Euro. Und ich tue jetzt für jeden einzelnen Job meine Lohnsteuer bezahlen. 1500 Euro, dann ist ja prozentual von dem Gehalt halt, je nachdem, was für eine Steuerklasse man hat, etc. So bezahle ich für jeden Lohn. Da bezahlt man aber monatlich halt andere Steuern, wie wenn man eh ein Gehalt hätte, wo man jetzt quasi 3000 kriegen würde und darauf Steuern bezahlen würde. Da gibt es ein Problem. Da gibt es nämlich ein Problem. Sprich, du bezahlst dann nämlich für deine zwei Einzelnen die Prozente. Das ist dann weniger, als wenn du auf die 3000 deine Prozente zahlen würdest. Heißt jetzt, wenn du jetzt natürlich deine Lohnsteuer, also deine Steuererklärung halt abgibst, will das Finanzamt natürlich diese Lücke hier haben. Die sagen sich dann halt, ja, sie haben definitiv zu wenig gezahlt. Ne? Also, und deshalb, da muss man sich dann halt kümmern. Und da bin ich ganz ehrlich, bin ich froh, dass ich das halt über ein Steuerbüro mache. Jetzt mal davon abgesehen, dass ich es halt auch musste. Das soll jetzt, denke ich mal, jetzt hier nicht so unbedingt Thema sein. Aber weil das halt so eine Lage ist, in der ich mich da jetzt befinde, sprich, man hatte diese zwei Gehälter. Du kannst bei dem Ehengehalt halt keine Werbungskosten absetzen, weil es halt nur da ist. Du hast noch ein Kleingewerbe, wo du dann noch was gegenrechnen kannst und so weiter und so fort. Bin ich wirklich froh, dass man da jemanden zur Hand hat, der das für einen klärt. So, und es stand damals, das Problem war ja auch, das ist ja meine Steuererklärung für 2019, weil wenn du Gewerbetreibender bist, du hast dann länger Zeit, die abzugeben. Ich glaube dann immer für 19 hätte ich jetzt Zeit gehabt bis 21 Februar, März. Ich glaube, durch Voldemort wollen sie das jetzt sowieso noch verlängern. Gut, andere Geschichte. Deshalb ist das jetzt erst meine Erklärung für 2019. Und 2019 bin ich auch aus der Bundeswehr raus, ne? Da habe ich auch eine Abfindung gekriegt. Das kriegt jeder, der bei der Bundeswehr geht. Ich glaube, ab 4 Jahre, 8 Jahre Dienstzeit, weiß ich nicht, kriegt man halt eine Abfindung. Die wird auch versteuert über die Vermögensteuer. Aber wenn man das dann aufs Jahresbrutto halt rechnet, sind das auch zu wenig Steuern. Musst du nochmal Steuern nachzahlen. Ihr merkt, das sind so komische Faktoren alles und ich sag ganz ehrlich, hätte ich das alleine gemacht, mir wäre definitiv irgendwie was durch die Lappen gegangen und man hätte eventuell irgendwie sich nicht richtig verhalten. Und deshalb sage ich mir, gut, und das Steuerbüro will sein Geld haben, kann man ja auch wieder absetzen. Man kriegt sich komplett wieder, um Gottes Willen. Aber man kann es halt wenigstens mehrwertsteuertechnisch ein bisschen absetzen. Vollkommen okay. Und ich habe halt wirklich jemanden, der sich kümmert. Das ist halt eine Last, die ich nicht habe. So, und das Ding ist, es stand dann halt damals schon, wo ich meinen ersten Termin hatte bei meinem Steuerberater, der sich dort halt alles angucken wollte, die ganzen Zahlen. Und der gibt ja dann auch so eine Prognose ab und hat schon zu mir gesagt, da darfst du ordentlich nachzahlen und das Finanzamt will bestimmt auch eine Vorauszahlung haben und so weiter und so weiter. Und ich schon so, ach du Scheiße, ne? So, und dann stand dann halt wirklich so eine Zahl im Raum, die kann ich ja jetzt so nennen, von 2.500 Euro nachzahlen. Und hat gesagt, es wird bestimmt passieren, dass das Finanzamt nur noch eine Vorauszahlung haben möchte und das ist dann halt quartalsweise immer, also sagen wir jetzt mal, die 2,5 wären dann quasi, was ist das dann, 600, dass die eine Rechnung ins Haus flattern wird, über 3.000 Euro und dann eventuell noch, je nachdem, weil wie schnell das Finanzamt ist, wollen sie dann halt für ein halbes Jahr das schon haben und nicht schon für ein Quartal, also so um die 3.700 Euro. Nur geschätzt. Da gehst du natürlich aus so einem Steuerbüro raus und denkst dir so, ich hasse mein Leben. Aber es nützt nichts. Ich habe gesagt, ich will das hier alles gesetzeskonform machen mit diesem YouTube-Twitch-Geschehen. Und man ist im Endeffekt selber schuld, sage ich mal, weil das, was dann so von YouTube und Twitch dann vielleicht jetzt an Geld bei rumkommt, muss man sich halt einfach, ich sag's so, wie es ist, einfach im Monat ungefähr die Hälfte, was bei rumkommt, weglegen. Die Hälfte weglegen, das ist so eine schöne Faustformel für mich dann gewesen, weglegen und davon kann man dann jetzt nicht komplett vielleicht das Steuerbüro bezahlen, aber dann ist das erstmal gedeckelt. Dann ist es erstmal gedeckelt und diese Steuernachzahlung hat ja gar nichts zu tun mit, sei jetzt mal YouTube, Twitch, mit meinem Gewerbe, ganz im Gegenteil, das rettet eben dann auch so ein kleines bisschen Arsch, weil man halt noch ein bisschen mehr absetzen kann. Und das ist halt wirklich diese zwei Gehälter, die da halt jetzt sind, durch ehemals Bundeswehrsoldat. Ne? Das ist halt so, man freut sich immer, oh, das klingt so geil, du hast doppeltes Gehalt, du kriegst eine Abfindung. Man muss sich das wirklich mal vorstellen,
was da der Staat an mir verdient hat. Also wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn wir mal ehrlich sind, ist eigentlich nur Geld hin und her geschiebe. Also viel gehabt habe ich jetzt nicht unbedingt davon. Ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Ich sag mal, trotzdem hast du im Monat ja dein bisschen pinke mehr Geld. Aber jetzt weiß man's und man muss da halt wirklich ein bisschen was zurücklegen, um dann halt eventuell die Schulden, es sind ja keine Schulden, weil ich werde es ja dann natürlich gleich bezahlen, alles gut, um dann halt diese den Aufforderungen vom Finanzamt gerecht zu werden. Weil das Ding ist nämlich, das Finanzamt, das ist ja ein richtig, ich will nicht unbedingt sagen gemeiner Haufe, aber das Finanzamt ist dann halt so, die sagen dann halt, okay, sie müssen jetzt, sagen wir jetzt einfach mal Summe, sagen wir jetzt einfach mal 5.000 Euro, müssen sie nachzahlen. So, und die sind dann nicht so, dass sie sagen, naja, zahlen sie es, wenn es geht. Nee, so läuft das nicht. Das Finanzamt sagt dann, was weiß ich, innerhalb von einer gewissen Zeit, 2 Wochen, 3 Wochen, ziehen wir das von ihrem Konto ab und dann muss das gedeckt sein. Ist es nicht gedeckt, dann haben sie Schulden beim Finanzamt. Und dann wird's richtig spannend. Ne? Dann ist es hier nicht einfach nur so in Kasso Moskau und so, sondern dann hast du auch mal einen Gerichtsvollzieher direkt vor der Tür oder eine Gerichtsverhandlung. So, deshalb dein Konto muss gedeckt sein. Und das Finanzamt, denen ist das egal, wo du das Geld herholst. Ob du dafür jetzt extra einen Kredit aufnehmen sollst, ob du deine Mutti fragst, was weiß denn ich nicht alles, deine Oma. Das ist denen egal. Weil die sehen, die haben gesagt, naja, die Zahlen sprechen für sich. Sie haben so viel Geld dieses Jahr verdient oder das Jahr davor, je nachdem. Und wenn davon nichts übrig bleibt, ist das nicht unser Problem. Wenn sie mit Geld auf gut Deutsch nicht umgehen können, ist das nicht unser Problem. So sind die. Und da kommen wir jetzt gleich mal zu einem anderen Punkt. Mensch, da haben wir uns aber heute in ein Thema verstrickt, ne? Aber wir reden darüber. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich ein Riesenproblem sehe. Ein Riesenproblem in Deutschland. Ich will jetzt aufs Thema Bildung hinaus. Deshalb jetzt aber nicht so breit gefächert, wie ihr das vielleicht denkt. Ich finde, es ist so wichtig, und das sagen auch so viele, das Thema Steuern, Finanzen muss in die Schulen. Abschlussklassen, 9., 10. Klasse muss darüber geredet werden, weil spätestens, wenn 10. Klasse rum ist, die Leute anfangen, Geld zu verdienen, sozialversicherungspflichtige Einkünfte erzielen und darauf dann logischerweise auch Steuern bezahlen, dann muss man über dieses Thema reden, weil es gibt nicht unbedingt immer, dass die Kinder, die Teenies, dann Eltern haben, die sich in den Themen dann so richtig krass auskennen und so. Und ich sag mal zum Beispiel Lehre und sowas ist auch wieder so ein kleiner Sonderfall. Anderes Thema jetzt. Das muss in die Schulen, dieses Thema, weil das Problem ist nun mal, du kannst sowas von in die Nesseln geraten. Du kannst so eine Probleme kriegen und ganz einfach um zum Schutze der Schüler, dieser jungen Bevölkerung, wo man wirklich sagt, wo sollen die das Wissen denn her haben? Das muss geändert werden. Und das bringt nichts, wenn in der Schule nur darüber geredet wird, oh, jetzt haben wir hier eine Kurve, das ist jetzt die Rezession, das ist die Depression. Oh, jetzt wisst ihr, was ein Bruttoinlandsprodukt ist. Interessiert die doch nicht. Wenn die irgendwann mal was mit Politik oder Finanzwesen zu tun haben wollen, machen die BWL oder machen Wirtschaftsabi oder machen Fachwirt, was weiß denn ich nicht alles. Das ist doch völliger Blödsinn. Das Steuerrecht, darüber müssen wir reden. Da müssen die Bescheid wissen. Leute, versteht mich mal. Das ist doch gefährlich. Und ist in meinen Augen, ich lehne mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster, beinahe schon vorsätzlich. Echt, lasst meine Aussage da jetzt wirklich zergehen. Aber es ist wirklich meine Meinung. Für mich ist das vorsätzlich, dass wirklich dadurch, dass darüber nicht geredet wird, Fehler passieren. Und wie ist es denn? Klar, kann man jetzt hier ganz schnell seine 10 Finger in die Hand nehmen, wenn man denn 10-Finger-Schreibsystem hat, in die Hand nehmen und jetzt einen Kommentar hier verfassen und sagen, na Christian, dafür gibt es ja auch Steuerberater, dafür gibt es ja auch den Lohnsteuerhilfeverein, aber man darf jetzt nicht vergessen, dass halt viele das Geld vielleicht einfach nicht haben. Ein Steuerbüro zu nehmen oder selbst zum Lohnsteuerhilfeverein zu gehen, die wollen auch ihre 100, 120 Euro haben. Klar, oder man macht es privat, das ist aber immer wieder so ganz komisch, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe früher privat meine Lohnsteuer machen lassen, das ist ja vollkommen okay. Da hatte ich halt jemanden gehabt, der davon Ahnung hatte und der hat das dann halt für mich erledigt gehabt. Das Problem ist aber, dass das Finanzamt in dieser Zeit, wo ich das gemacht hatte, hatte ich immer Prüfungen da. Ich war immer in der Bringpflicht, musste noch irgendwelche Nachweise erbringen, musste mich erklären zu gewissen Sachverhalten und so weiter. Also dann, wo ich dann damals diesen Bruch gemacht habe und über einen Lohnsteuerhilfeverein das gemacht habe, nie wieder Probleme gab. Das Finanzamt hat mich nie wieder angeschrieben. Ich habe echt nur noch den Brief gekriegt, sie kriegen das von uns zurück.
Was anderes war nicht. Da hast du halt jemanden an der Hand gehabt. Aber dieses Geld haben halt manche nicht. Das haben halt manche wirklich nicht. Und denen muss man, ja, und da muss man halt mit den Menschen dann wirklich reden und sagen, ja, auch in der Schule, dann halt wenigstens sagen, hier, Lohnsteuerhilfeverein, ich weiß nicht, wie es dann für Lehrlinge und so ist. Ich glaube, die können dann sammeln und machen dann mit 18 ihre erste. Bin ich jetzt auch nicht so mega im Thema drin. Aber können definitiv sich auch ordentlich was wiederholen. Das ist ja nun mal der springende Punkt halt immer. Und dass man dann denen dann halt wirklich vermittelt, hier, versucht wirklich von eurem Gehalt, sagen wir mal, wenigstens so 10 Euro zurückzulegen, dass ihr halt wenigstens den Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfeverein bezahlen könnt. Oder das macht halt eure Mutti oder es macht halt irgendein Bekannter. Ist doch vollkommen okay. Ist doch vollkommen okay. Aber es muss wirklich über dieses Thema offen kommuniziert werden, weil man halt wirklich so eine Probleme halt kriegen kann. Weißt du, ich hoffe wirklich, dass ihr da keine Probleme kriegt, weil man halt von verschiedenen Stellen und ich habe ja, wenn ich da irgendwie in Anführungsstrichen jetzt wirklich Probleme hatte, was keine waren, ich bin nur so einer, sobald ich einen Brief vom Finanzamt kriege, dann ist bei mir kurz Schnappatmung. Dann habe ich keine Farbe mehr im Gesicht, dann geht mein Puls ganz schnell hoch und ich bin kurz vor einer Panikattacke, weil ich bin ich auch ehrlich Schiss vorm Finanzamt habe, weil ich ja halt weiß, weil ich mal so eine Situation hatte, wie soll ich euch das erklären? jetzt schweifen wir wieder ein kleines bisschen ab, aber nur um das Thema mal ganz kurz so einen kleinen Cut zu machen, wie gesagt, für mich muss das in die Schulen, ganz einfach um vorbeugend zu agieren dort, dass die Schüler halt Bescheid wissen, dass man da halt aufpassen muss, dass man auch in der Bringpflicht ist und so weiter und so fort, das muss in die Schulen, das ist ganz, ganz wichtig, weil man sich mit diesem Thema wirklich so in die Nesseln setzen kann. Und was ich, weshalb ich das jetzt so vorhin so gerade gelacht habe, weil Stress mit dem Finanzamt und Steuerschulden, das kann wirklich halt böse ausgehen und ist in Deutschland auch ganz, ganz böse angesehen. Folgende Situation hatte ich gehabt, Schwank aus meinem Leben jetzt. Ihr wisst ja, ich habe mal in der Nähe von Berlin gewohnt. Und zwar in der Nähe von Erkner dort. Und da war mal ein Wochenende war es gewesen. Da sind ein paar Kumpels und ich sind abends auf die Pirsch gegangen. Wir sind in eine Disse. Viele kennen den wahrscheinlich. Wir waren nämlich im Fritz-Club gewesen in Berlin. So, dort drinnen gewesen. Toller Abend. Und ich hatte dann halt mal so eine Situation. Kumpel von mir war auf der Tanzfläche gewesen. Alles cool. Und hat dort irgendwie mit ihm diskutiert. Ich wusste gar nicht, was los war, was ist die Situation. Da hat dann halt diskutiert. So, ich bin nur wirklich, ohne Scheiße, ich erzähle euch keinen Blödsinn. Ich bin nur hin bei diesem Kollegen, mit dem er dort diskutiert hat, hab den nur auf die Schulter gefasst und hab nur gesagt, was ist denn los? Der dreht sich um, der Typ. Gibt mir eine, aber sowas von eine, hier oben auf die Schläfe, Knockout. Ich lag auf dem Boden. Und da ist dann was Schlimmes passiert, nämlich dieser Typ, der mich da geschlagen hat und seine Kumpels haben dann eins gemacht, als ich auf dem Boden gelegen hatte, haben die auf mich eingetreten. Lag ich auf dem Boden, Schlüsselbein gebrochen, hier Platzwunde. Es war echt ein schöner Abend gewesen. Ich war über ein halbes, dreiviertel Jahr heme, kaputte Schlüsselbein, konnte mir den Arsch nicht mehr abwischen. Es war keine schöne Zeit. So, und ich habe dann damals natürlich gesagt, das lasse ich natürlich nicht so durchgehen, den willst du natürlich anzeigen. So, anzeigen und weil das ja natürlich dann auch der Tatvorwurf einer schweren Körperverletzung halt war, hatte sich dann natürlich irgendwann auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil da musste ich nämlich nicht zivilrechtlich vorgehen. Ich hatte nämlich zu der Zeit, was sehr dumm war, keine Rechtsschutzversicherung. Sprich, ich hätte auf diesen zivilrechtlichen, gerichtlichen Kosten komplett alleine gesessen, beziehungsweise hätte sie vorstrecken müssen. So, okay, Staatsanwaltschaft hat sich irgendwann eingeschaltet. Ich so gedacht, oh geil, ich hatte zu der Zeit natürlich auch einen Anwalt gehabt und war dann erstmal beruhigt und mein Anwalt, oh, auch wenn die Staatsanwaltschaft jetzt dabei ist, dann ist doch vollkommen cool. So, was ist dann passiert? Ich weiß übrigens, Keule, falls du das Video siehst, ich weiß, du heißt Toni, Nachnamen sage ich jetzt hier nicht, wenn ich den irgendwann nochmal sehe. Okay, ist wieder ein anderes Thema jetzt. Auf jeden Fall, dann
Ist irgendwann, hat mein Anwalt mich angerufen gehabt und hat gesagt, hier, Christian, ich habe mich geduzt mit dem, war auch ein junger Kerl, der war voll geil drauf, und hat gesagt, Christian, komm mal vorbei. So, okay, ich bin in den seine Kanzlei gefahren, die war damals, wo ich gewohnt hatte, nicht weit entfernt, hingefahren und der so, folgende Situation, die Staatsanwaltschaft hat die Klage fallen lassen gegen den Kollegen. Wie gesagt, mich bewusstlos geschlagen, plus die Kumpels haben auf mich eingetreten. Gab so schöne Fotos. Ich hatte richtig schön Fußabdruck hier gehabt, ne? Also so Profil vom Schuh habe ich gehabt. Ich glaube, Dockers hat da angehabt. Auf jeden Fall. Jetzt lache ich drüber. Damals war es echt eine beschissene Situation. Auf jeden Fall, Staatsanwaltschaft hat Anklage fallen lassen. Und Anwalt natürlich, ich darf darüber jetzt offen reden, weil es ist ja kein, was ist denn hier eigentlich gerade passiert? Ich kann darüber jetzt offen reden, weil es ist ja kein laufendes Verfahren mehr. Aber richtig verkackt die Runde, ne? Und was ist damals passiert? Was ist damals passiert? Warum ist die Anklage fallen gelassen worden? Ne? Weil der ein laufendes Gerichtsverfahren hatte, was schwerwiegender war als das, was er bei mir gemacht hat, nämlich Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung. Er hat Steuern hinterzogen. Deshalb, aufgrund der Schwere der bereits bestehenden Anklage, wurde mein Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen. Hallo, Deutschland. Hallo, Deutschland. So war's. So war's, ihr Lieben. So, dann, Anwalt hatte ja dann, wie gesagt, hier so Akteneinsicht und bla 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 und wusste Bescheid und da habe ich mit dem geredet. Na, jetzt pass mal auf, mein Guter, wollen wir jetzt zivilgerichtlich vorgehen? Und dann hat der ganz offen mit mir geredet und hat gesagt, Christian, mach es nicht. Das Problem ist, dass ich ja dann komplette Kosten halt vorstrecke und so und Gerichtskosten dann eventuell vorstrecke beziehungsweise vorstrecke und so am Ende dann auch bezahle. Und ja, er hat gesagt, weil wir würden natürlich dann drauf plädieren, auf Schmerzensgeld. Die Bundeswehr hätte sich damals auch noch einschalten können, weil es war natürlich Verdienstausfall. Ich war gute 7-8 Monate nicht dienstfähig gewesen. War zwar jetzt nicht die komplette Zeit zu Hause, aber konnte natürlich nicht komplett als Soldat dienen. Haben sie aber nicht gemacht. Anderes Thema, darüber will ich jetzt hier nicht reden. Bin ich in Verschwiegenheit verpflichtet. Und auf jeden Fall hat der Anwalt dann zu mir gesagt, geh nicht zivilgerichtlich vor, weil wenn du dann dein Schmerzensgeld halt bekommst, dann würde es höchstwahrscheinlich so sein, dass der Gute kein Geld hat, wenn er jetzt hier schon wegen Steuerhinterziehung dran ist und so weiter und so fort. Krasse Nummer, ne? Muss man sich mal vorstellen. So schaut's aus, Leute. Das war jetzt mal wirklich so ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Was heißt Jugend? Ich war da auch schon ein bisschen älter. Aber was will ich euch mit dieser Story erzählen? Was will ich euch mit dieser Story erzählen? Nämlich dieser Punkt wirklich von vorhin. Das Dieses Thema Steuern etc. muss in die Schulen. Es muss in die Schulen, weil es ist so schwerwiegend, es ist schwerwiegender, als wenn man jemanden bewusstlos schlägt und das Schlüsselbein zertrümmert. Ich lache jetzt drüber. Es ist überhaupt nicht zum Lachen. Ist es nicht. Ist es nicht. Ah, Leute, man kann doch auch einfach mal so die 1-2 Storys erzählen aus seinem Leben, ne? Ja, seht ihr? Und ich setze mich hier hin am Anfang und sage, wir werden heute bestimmt ein bisschen mehr über Champions reden und dann, ja, haben wir halt so ein Thema mal, ne? Aber das ist halt so das, was dann jetzt so wirklich so prägnant für, pin mich wenigstens, gut, was dann halt so wirklich prägnant war, jetzt so die Tage, gestern, heute und so weiter. Und für alle die, ne, die auch noch so interessiert sind, am Dienstag haben wir drei Nasen aufgenommen. Da gab es eine neue Drei-Nasen-Runde. Hab's jetzt endlich auch mal geschafft, meine Audiodatei dem Weidemann zu schicken. Sprich, der kann sich das Wochenende oder nächste Woche da ein bisschen betun. Je nachdem, was für Möglichkeiten er hat zeitlich. Und dort dann den Podcast zurechtschnibbeln. Und dann denke ich mal, wird er dann auch in naher Zukunft bei euch dann mal ankommen. Freue mich auch drauf. War nämlich wirklich wieder ein schöner Podcast gewesen. Geplante Verpeiltheit möchte man es nennen. Einfach geplante Verpeiltheit. Und wir haben hier so nebenbei die Tour hier fast erledigt, ne? Aber der Hot Rod, der hat uns jetzt hier vorher mal so ein kleines bisschen gestänkert, ne? Ja, das Ding ist halt, wir müssen es halt irgendwie hinkriegen, ne? Bei dem guten Scott Hall, dass wir halt unseren Finisher da am Start haben. Leute, lasst mir den Moment eventuell, um vielleicht noch ein kleines bisschen über Champions zu reden. Nämlich, so vielleicht so als kleines Resümee, wegen dem Hall of Fame Event, was wir hatten. Ich muss wirklich sagen, es war ein Event seit langem,
für mich gewesen, wo ich auch mal wieder ein bisschen ringehauen habe. Wo ich mal wieder ein bisschen Gas gegeben habe, wirklich ordentlich schön die Touren gespielt, gemacht und so weiter. Gauntlet Blitz gemacht, wenn es ging und so weiter. Showdown. Jetzt haben wir aktuell Faction Feud. Klar, bei der ersten, jetzt in Cordioni so viel machen, habe ich so heute früh meine 2-3 Fights gemacht. Bei der nächsten kann ich ein bisschen mehr machen, weil halt der Spaß aktuell da ist. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde, wenn man so möchte, wirklich belohnt. Ich habe echt viel Progress gehabt jetzt in diesem Monat, gerade bei meinen Hall of Fame Superstars. Wir haben über Scott Hall geredet. Scott Hall jetzt, mit dem wir jetzt hier auch gerade kämpfen, kein Grün, aber es ist ein bisschen rot. Oh, und vor allem, da mache ich dann hier, oh, noch Rot und Grün kaputt, das ist doch meine Reihe. Und die mache ich auch noch kaputt. Das ist doch herrlich. Auf jeden Fall, Progress hier, Scott Hall. Ist auf 4 Gold gegangen, Gürtel noch gekriegt, was so geil ist, dass ich da endlich auf diese Manöverschadengeschichte gehen kann. Und ja, es macht einfach richtig Laune, mit dem guten Scott Hall jetzt zu spielen. Und dann will man aber auch nicht vergessen, wir haben ja alle letzten Monate die gute Nikki Bella bekommen. Nikki Bella, freue mich auch wie die Sau, habe ich es wenigstens geschafft, dass ich so auf 4 Bronze jetzt in diesem Monat halt kriegen konnte. Ich habe dann halt wirklich den Gauntlet Blitz immer genutzt, um mir dort halt diese Marken zur Weiterentwicklung zu holen. Und das hat dann halt gereicht, dass Nikki wirklich, man muss es so sagen, wenigstens auf 4 Bronze gekommen ist, damit ich wenigstens auch ihre Coach-Fähigkeit schön nutzen kann und so weiter und so fort. Freue ich mich. Darüber hinaus, das war jetzt erst die Woche gewesen, richtig toll, konnte ich meinen allerersten 5-Sterne Hall of Fame in meinen Reihen begrüßen. Nämlich, ich konnte den guten Hall of Fame Booker T auf 5 Sterne weiterentwickeln. Freue ich mich wie die Sau. Wirklich, weil der ist eine sichere Bank, den nimmst du mit bei Faction Feud, den nimmst du mit im Gauntlet Blitz, den nimmst du mit bei Showdown, gerade bei Showdown. Und da den auf 5 Sterne zu haben, richtig geil. Richtig, richtig geil. So, was habe ich noch gemacht? Hatte auch Schwein gehabt. Komm, lass uns doch mal ganz kurz reingehen. Nicht wundern, wenn wir jetzt hier wieder ins Roster gehen. Der gute 1-2-3-Kid ist bei mir immer noch im Roster drinne. Und darüber hinaus der ungelevelte 5-Sterne AJ Styles auch. Wie gesagt, das sind nicht meine. Die müssen hier aus meinem Roster noch raus. So Leute, und hier seht ihr schon, was diesen Monat noch passiert ist. Ich habe tatsächlich die gute Brie Bella bekommen. Brie Bella, und jetzt kommt das Schärfste, und Gürtel für sie habe ich auch gekriegt. Heftig, heftig. Bei Brie Bella habe ich jetzt nur Folgendes. Ich freue mich mega, dass ich sie habe. Und ihr seht, wie viel Splitter ich habe. Knapp 1700 von 2000, um sie auf 4 Gold zu machen. Ich glaube, ich werde sie maximal so leveln, dass sie dann max auf 3 Silber ist. Mehr wird nicht passieren, um dann eventuell ihre Coach-Fähigkeit ordentlich zu nutzen. Ich glaube, ein 5000er Wert braucht sie doch. Nee, braucht sie nicht. Ja, weil sie hat nämlich eine sehr geile Coach-Eigenschaft mit den schwarzen Gemmen mehr dann. Aber ich denke mal, wird hier nichts passieren, weil man muss wirklich immer gucken, was willst du jetzt machen mit deinem Roster? Was willst du machen? Und ich habe jetzt nun mal so viel Ressourcen, ne, bei der guten Nikki Bella hier halt reingesteckt. Sprich Poster, Coins. Konnte auch einen Gürtel für sie bekommen, was auch so toll ist. Da muss ich mich noch umschauen nach tollen Marken. Ne? Und vor allem jetzt die Coach-Eigenschaft von ihr da. Ne? Angriffsjuwelen 10% mehr Schaden. Sehr interessant für Hall of Fame Booker T. Und Manöver, die Power Gems erzeugen, wird die Zahl auch noch um 1 erhöht. Ihr wisst selber, Shinsuke Nakamura, Striker, Triple H, gibt es eine Menge, die davon wirklich profitieren. Und die möchte ich dann eigentlich jetzt auch erstmal weitermachen, was die Hall of Fame Diven angehen. So muss man es sagen. Und möchte dann wirklich, auch wenn ich mich mega, ich freue mich mega, dass ich sie habe. Ich habe Diven-mäßig Leaves, ich habe auch Brie Bella jetzt so die normale Version bekommen. Für die gute Nikki Bella, die ich ja schon auf 3 Sterne hatte, habe ich noch eine Fusion auf 3 Sterne Gold gezogen. Richtig, richtig geil. Und dann kommt jetzt hier noch Brie um die Ecke und wir wollten doch eigentlich die gute Best Phoenix Level. Ihr merkt, ne? Wir haben Probleme. First World Problems. Deshalb, Brie Bella, ich glaube, ich mache sie wirklich auf 3 Silber. Wie sie jetzt halt ist, wäre ich so cointechnisch, manövertechnisch, mag sie, das ist wirklich das Höchste der Gefühle und hoffe, dass dann im Laufe der Zeit, es werden immer irgendwann wieder Events kommen oder man wird irgendwann mal wieder ein bisschen looten, ne? Und dann zieht man vielleicht wieder ein paar Splitter für sie. Auch jetzt bei dem Faction Feud Event konnte man ja ein paar Splitter für sie bekommen. Und ja, deshalb
da bin ich da erstmal ganz Sutsche drauf. Aber wir konnten ja jetzt bei unserem täglichen Anmelde-Scheiß auch noch was einheimsen. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich hatte das erste Mal in meinem Leben so ein Glück gehabt. Man hat entweder Splitter gekriegt oder hat Drew McIntyre rausgezogen. Ich ziehe dort Drew McIntyre raus. Richtig nice. Also kann ich nicht meckern. Richtig geiler Superstar, feierlich wie die Sau. Aber folgendes Problem. Zum einen, ich wollte eigentlich ganz andere Typen leveln. Und das andere Problem, es ist wieder mal ein Powerhouse. Ich habe so viel Powerhouses, die ich eigentlich leveln möchte. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ah, hier seht ihr das übrigens hier mit dem Hall of Fame Bugatti. Freue ich mich, wie gesagt, wie die Sau. Und ich will mal ganz kurz mit euch zu den Powerhouses gehen. Na. Das Ding ist nämlich bei mir mit dem Powerhouse, bin ich hier, habe ich es jetzt eben mal übersprungen? Nee. Powerhouses, man sieht's, ne? Sehr viele auf 4 Gold, ne? Ich kann mich immer nie entscheiden so richtig und muss sagen, mein großes Ziel, auch wenn mein Ziel war, Best Phoenix zu verbessern, aber ich bin wie gesagt so glücklich, dass ich meine Ronda Rousey da hab und da ist gut. Und ich habe mitgekriegt, wie schwer es ist, diese beschissenen 4 Sterne Silbermarken zu sammeln. Erst recht, wenn man halt viele dafür ausgegeben hat. Und ich würde halt mich da wirklich erstmal lieber auf meinen Kane konzentrieren. Kane muss nach oben, wie gesagt, die Splitter sind da, leveltechnisch muss da halt noch was gemacht werden, Manöver sind gemaxt und das Problem sind halt wirklich bei mir in der Klasse der Powerhouses die 4 Sterne Silbermarken, weil ich da halt so viel gemacht habe, immer wieder dort immer ein Powerhouse gelevelt, springt man dann jetzt hier, was weiß ich, bei mir dann einfach mal nur so aus Geige, Leute, lasst es doch nur einfach mal so aus Geige machen, wir springen da jetzt mal rüber zu den Trickstar und wenn man mal guckt, hier habe ich halt nie was gemacht, guck mal, wie viele 4 Sterne Silbermarken nicht, ja. So ist es bei jedem. Der eine hat von dem eben mehr, der eine hat von dem anderen mehr. Den wollte ich eigentlich auch auf 4 Gold machen jetzt, den guten Edge. Damit es endlich mal erledigt ist. Aber ich war halt so in der Posterflaute und ich habe dann immer so ganz andere Sachen gelevelt. Okay, schwarz reicht eigentlich. Die paar Poster, die holen wir ohne, oder wäre Edge dann ready? Ich freue mich nämlich eher über eine andere Geschichte, nämlich der gute Masters of the Universe Big E ist fertig. Ne? Der soll auf 5 Sterne, freue mich wie die Sau, weil ich einen wunderbaren Gürtel für ihn habe, hier mit Aussätzen und er spielt sich so genial, man hat das Outfit und das ist nämlich einer dieser Superstars, wo man immer gesagt hat, es gab ein Event, das war geil, man konnte sich den holen und dann muss man aber auch mal die Initiative ergreifen und den guten auch mal ein bisschen leveln. Und das habe ich jetzt halt gemacht und der soll jetzt halt auf 5 Sterne. Ich freue mich darüber. Ja, wie gesagt, es ist halt viel neu dazugekommen. Ich konnte auch ein bisschen was entwickeln und so weiter. Mit Earthquake, das ist so geil, dass ich den habe. Und habe den halt auch dann jetzt hochgezogen. Mir ging es eigentlich mehr erstmal um seine Coach-Eigenschaft. Aber den kannst du halt auch hochziehen. Das ist eine sichere Bank, auch ohne Outfit. Rey Mysterio, um jetzt mal auf unsere Time-to-Push-Kandidaten hier wirklich zu sprechen zu kommen, ist auch markentechnisch, ist sowieso ready bei dem, weil ich glaube, bei Akrobaten sieht es bei mir halt auch sehr, sehr gut aus. Ja, also das ist jetzt das kleinste Problem. Manöver müssen halt, wie gesagt, nur gemacht werden. Blau sieht bei mir ganz schlimm aus. Das hätte ich nie gedacht, weil ich hatte mal so eine Phase gehabt, wo ich mich mit blauen Postern zuscheißen konnte. Und jetzt sind es rote Poster, so schwankt es dann halt immer wieder, ne? Aber Leute, ihr kennt es selber, ihr kennt es selber. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, was da jetzt erstmal mit dem Roster so passiert ist. Ja, deshalb war es wirklich ein cooles Event. Es war ein cooles Event. Ich kann mich natürlich hier hinsetzen und dann wirklich sagen, naja, für die Art und Weise, wie ich gespielt habe diesen Monat, war das mit dem Team jetzt nicht so cool gewesen. Also so ehrlich kann ich dann wirklich sein. Da sind dann wirklich etliche Meilensteine halt flöten gegangen, die man da eventuell hätte gebrauchen können. Ich hätte ja auch gern Hot Rod Roddy Piper weit, aber ging dann halt nicht, ne? Das ist halt wirklich scheiße. Hier seht ihr, Eddie Guerrero ist ja diesen Monat auch noch mit dazugekommen. Auch ein genialer Superstar, muss man einfach mal so sagen. So, wir haben die Trainer bei Scott Hall eh drin, da können wir den dann jetzt hier auch nochmal für 1-2 Fights nutzen. Deshalb, klar, Progress teammäßig war jetzt nicht so gut gewesen diesen Monat, aber wirklich, was so mein, für mich das angeht, wirklich an neuen Superstars im Roster, ist wirklich eine Menge passiert. Und wirklich, wie gesagt, dieses Riesenproblem, ich müsste diesen ganzen Scheiß erstmal leveln. Wer ist ja noch dazu gekommen? Andrade ist ja diesen Monat auch noch bei mir dazu gekommen. So viele, so verdammt viele Superstars dazu gekommen. Deshalb erstmal jetzt eins mache. Deshalb ist es für mich jetzt auch nicht so schwer gewesen, bei diesem Team-Aspekt dort jetzt mich dort so tierisch drüber aufzuregen, weil
es ist halt so viel passiert. Es ist viel passiert. Alles in Ordnung. Will ich mich jetzt nicht aufregen. So habe ich hier irgendwo eine Cascade, dass ich da... Ich muss das jetzt hier echt machen, ne? Den Earthquake nicht mit rein... Ne, ich meine den Earthquake, sage ich schon. Den guten Rey Mysterio als Coach nicht mit reingeknallt. Junge, 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 Junge. So, wir machen mal hier so. Obwohl, ist ja Wumpe. Das Ding hat sich jetzt eh gegessen. Aber ihr kennt mich. Ich lege die Juwelen trotzdem immer gerne so, als ob der Fight, als ob es drauf ankommt. Gut, Leute, bevor ich hier noch weiter Blödsinn quatsche, rumschwadroniere, wir hatten schöne Themen heute. Wir haben mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber dafür bin ich bekannt, ne? Habt dann keine Geheimnisse vor euch, da können wir ruhig offen drüber reden, was mich dort halt gerade so bewegt, beschäftigt. Ich bin heiß. Erstmal wäre ich heute zum Samstag, ich freue mich wie die Sau, heute gibt es Schnitzel. Das ist, ich esse leidenschaftlich gern Schnitzel, aber ich mache dann immer gleich so einen Stapel Schnitzel fertig, damit ich für unter einer Woche, meine Frau und ich, wir essen gerne Schnitzel auch kalt. Wenn die dann so im Kühlschrank sind, dann mache ich dann immer so eine Mini-Schnitzelchen, die nicht so groß sind, dass man da einfach so als kleinen Snack sich das aus dem Kühlschrank ziehen kann, ne? So ein Päuschen-Schnitzel. Und das muss ich heute machen, das wird sich ein bisschen ziehen, aber ich mach's ja gerne für mich und meine Holde. Und dann will ich halt wirklich diesen Bilder-Simulator mit euch ausprobieren, will das aufnehmen, dass ihr das morgen seht, weil ich bin übelst heiß, ich will das Ding ausprobieren, freue mich da mega drauf und wenn mir das gefällt, vielleicht ist das der nächste Simulator, auf den ich dann übelst abgehe. Ich hätte wirklich Bock drauf. Ich hätte Bock drauf. Hier ist so nichts mit Contest Superstar und so weiter. Sag mal, habe ich da jetzt nicht irgendwie... Wir haben doch jetzt dort eine Tour durchgespielt. Klar, nicht mit Contest Superstar. Aber habe ich wenigstens ein bisschen was freigeschaltet? Habe ich dadurch wenigstens ein bisschen was freigeschaltet? Jetzt nicht so viel, ne? Jetzt wirklich nicht so viel. Junge, 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 Junge. Naja, Leute, wollen wir uns nicht aufregen. Es war trotzdem ein schönes Event gewesen diesen Monat. Muss gucken, wie ich mich dann nächsten Monat verhalte. Dass da eventuell das mit dem Team-Aspekt noch ein kleines bisschen besser wird. Und ja, ihr Lieben, soll's gewesen sein für heute. Schöne Themen. Haut gerne in die Kommentare, falls ihr da... Wir hatten dieses Steuerthema gehabt. Ah, das ist ein heißes Eisen. Können wir gerne drüber reden. Interessiert mich natürlich brennend, wie da eure Meinung ist. Und vielleicht habt ihr auch einen Tipp wegen meinem Ohr. Dass ich dort... den Pfropfen da irgendwie rauskriege. Ich habe zwar schon so eine Lösung hier, so eine Tropfen, wo du dann so spülst und das hat aber alles nichts gebracht. Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Vielleicht habt ihr noch so ein kleines Hausmittelchen von Oma. Gut, ihr Lieben, soll es aber gewesen sein, ne? Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen Start in die Woche. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Und ja, soll es gewesen sein. Und deshalb bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.